Unterhaching gegen den SV Waldhof war das Duell der zuletzt Sieglosen. Beide wollten im Tippico-Topspiel unter Flutlicht die Trendwende am 13. Spieltag. Waldhofs Rüdiger Rehm wollte eine Reaktion seines Teams nach der zuletzt schwachen Leistung sehen. Auf dem Platz besser aufs Feld kommen als zuletzt gegen Dortmund 2. Aber es ging wieder schlecht los. In der dritten Minute gab es den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Haselberger. Bentley Baxterbahn wieder von Beginn an auf dem Platz. Mit Kapitänsbinde sogar trifft hier Hopsch. Eine harte Entscheidung und natürlich ganz anders gesehen vom Cheftrainer. Die Chance für Patrick Hopsch und er machte das 1:0 aus 11 Metern. Bartels hatte die Ecke geahnt und auch für Hopsch nach 4 Spielen ohne Treffer endlich wieder das Erfolgserlebnis. Die Hachinger davor 3-mal in Folge ohne ein eigenes Tor. Also dieser Knoten war schon mal geplatzt in der Folge. Sehr gute Reaktion der Kurpfälzer Berkantas. Erstmals vom Beginn an super Schuss. Vollert und Hawkins. Die 15. Minute, super Zug zum Tor von Tass und dann aus sehr kurzer Distanz den Ball natürlich auch schwer am Keeper vorbeizubringen. 9 Minuten später wieder Hawkins, bekommt den Rempler, bleibt standhaft, aber bringt den Ball erneut nicht an Vollert vorbei. Zweimal hatte er schon getroffen in der Saison, einen leichten Rempler bekommt er von Markus Schwabel, das reichte aus. Die 34. Minute, Hermann, Latte! Isaiah Hermann in guter Position bedient von Jans und diese überragende Parade an die Latte hielt die Führung zur Halbzeit für Marc Unterberger und die Hachinger, die am Dienstag im DFB-Pokal in der zweiten Runde auf Düsseldorf treffen. Zweiter Durchgang, Haching kam gut raus und machte das 2:0. 59. Minute, erneut Patrick Hopsch, der da sehr schnell reagierte nach dem Schuss von Fetsch hier. Schneller als Jans, der stehen blieb. Und so viel Raum und Platz für Patrick Hopsch. Er macht seinen zweiten Doppelpack in dieser Saison. Waldhofmann versteckte sich nicht. Gerade im ersten Durchgang sehr viele Chancen erspielt. Im zweiten kam ein bisschen weniger. Wenn einer gefährlich wurde, dann war es Jalen Hawkins. Aber heute war kein Vorbeikommen an René Vollert. Davor schon 5-mal in der Liga zu null. Die 74. Simon Skalatidis findet Stiefler. 3:0 Unterhaching. Unterhaching muss verletzungsbedingt auf 3 Innenverteidiger verzichten. Stiefler als Zentraldefensiver rutschte nach hinten in die Innenverteidigung. Aber da war er vorne zur Stelle nach der Ecke und der anschließenden Flanke mit dem Kopf zum dritten Mal erfolgreich, zum Grauen für Rüdiger Rehm. Der konnte dann irgendwann gar nicht mehr richtig hinschauen und wäre sogar fast noch schlimmer gekommen. Nachspielzeit, der eingewechselte Krattenmacher gegen Riedel, erneut ein harter Elfmeter für 4 und die Chance sogar noch ein viertes oben draufzusetzen für Moritz Krattenmacher und die Chance auf sein erstes Tor, aber traf nur die Latte. In der 4. Minute der Nachspielzeit. Aber trotzdem blieb es beim klaren Sieg der Spielvereinigung Unterhaching. Und die hatten natürlich dann allen Grund zur Freude. Also Freude riesengroß, Erleichterung natürlich auch. Wir haben uns viel vorgenommen, weil wir gewusst haben, dass wir die letzten 3 Spiele echt ordentlich gespielt haben, ein bisschen nicht belohnt worden sind. Heute einfach umso schöner mit dem ganzen Spielverlauf, dass es zum Dreier gereicht hat. Und ja, guter Tag heute für uns. Wir kriegen hinten die Tore und wir machen vorne keine rein. Obwohl wir im Endeffekt sehr, sehr viel, also nicht so viel falsch machen und die Jungs alles gegeben haben. Ich habe auch nach 0-3 keinen gesehen, der irgendwie aufgegeben hat. Die Jungs haben alles versucht, irgendwo einen Anschlusstreffer zu machen. Aber dass das Spiel nach 70 Minuten 0-3 steht, ist für mich sehr, sehr schwer zu erklären und in Worte zu fassen. Aber du musst eben brutal viel Dreck fressen im Moment und das machen wir und das müssen wir auch. Das müssen wir im Endeffekt auch für die Fans, die mitgefahren sind. Ja, gilt es im Endeffekt dann auch, diesen Dreck weiter zu fressen, bis er irgendwann mal die Kurve kippt. Schwere Zeiten beim SV Waldhof Mannheim mit nur einem Sieg aus den letzten 8 Spielen. Soll es jetzt gegen den MSV Duisburg im Krisengipfel besser klappen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.